Landrat Henrik Reichen lud am Freitag, den 19. Januar, zum Neujahrsempfang ein. Circa 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft folgten der Einladung in die Brandeser Mehrzweckhalle. In seiner Eröffnungsrede sprach er unter anderem über den positiv anhaltenden Trend der Bevölkerungs- und Geburtszahlen. Die Wachstumsimpulse der Stadt Leipzig gilt es in der Region zu nutzen und auszubauen. Besonders hoch ist also der Ausbau an Betreuungseinrichtungen für die Kleinsten. Knapp 300 Plätze befinden sich derzeit im Bau, aber der absehbare Bedarf geht von weiter rund 220 Plätzen aus, die geschaffen werden müssen. Ebenfalls gilt es, die Wertschöpfung der Wirtschaft für die Region zu nutzen. Der ÖPNV wurde deshalb mit dem neuen Konzept Muldental in Fahrt auf neue Wege gebracht. Die gute Entwicklung soll als Antrieb gesehen werden, im Wettbewerb mit anderen Regionen weiterzumachen. Greichen benennt aber auch eines der großen Probleme. Im Bereich der digitalen Infrastruktur kann ich die Position unseres Landkreises aber mitnichten als wettbewerbsfähig bezeichnen. Wir konnten zwar im letzten Jahr mit 8 Kommunen den Bedarf und die Verfügbarkeit digitaler Infrastruktur analysieren, für die notwendigen Investitionen fehlten in der Fläche jedoch die Mittel. Mit den neuen Signalen unserer neuen Staatsregierung in Dresden zur verbesserten Finanzierung des Breitbandausbaus sehe ich gute Chancen, die Aufgaben nun auch kreisweit abarbeiten zu können. Chancen gelte es, bewusst zu nutzen, im Tourismus als auch wirtschaftlich. Dennoch dürfen wir nichts davon scheuen. Im Gegenteil, wir müssen die Aufgaben als Herausforderung annehmen. So Greichen weiter. Auch um das Ehrenamt ging es an diesem Abend. Ihnen sollte gedankt werden für Ihre unermüdliche Arbeit. Die wichtigen Bereiche der Gesellschaft werden von den Ehrenamtlern gestaltet. Einen besonderen Hintergrund bekam die Veranstaltung durch den Orkan Friederike, der am Tag zuvor im Landkreis wütete. Greichen nutzte die Gelegenheit, ein paar Worte an die freiwilligen Feuerwehren und Einsatzkräfte zu richten. In vielen Bereichen, auch bei unseren Aufgaben, ist die Unterstützung und Hilfe von Ehrenamtlichen unverzichtbar. An Tagen wie diesen, insbesondere am gestrigen Tag in der vergangenen Nacht, aber auch noch weit über den heutigen Tag hinaus, können wir wieder einmal eindrucksvoll spüren, dass ohne die ehrenamtliche Bereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Leipzig eine so schnelle Hilfe bei der Schadensbeseitigung nicht möglich gewesen wäre. Und so ist es mir wichtig, an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Einsatzkräfte, die zumindest in bisher offiziell 335 Einsätzen im gesamten Landkreis gestern, diese Nacht und auch weit darüber hinaus im Einsatz waren, im Einsatz sind, und die wieder einmal ihre persönlichen Anliegen weit hinten angestellt haben. 6 Ehrenamtliche aus dem Landkreis sollten für ihre Arbeit an diesem Abend ausgezeichnet werden. In der Kategorie Gesellschaft war dies Susanne Lafrenz-Wuttke, die oft erste Ansprechpartnerin der Notfallseelsorger ist. Seit 2002 hilft sie Menschen, in schwierigen Situationen beizustehen. Laudator Tobias Jahn von der Diakonie erinnerte an die Anfänge. Szenenwechsel. 13. August 2002, die große Flut an Mulde und Elbe mit allen allseits bekannten Auswirkungen, Schäden und Verletzungen. Im Nachgang und der Auswertung der Flutereignisse ein wichtiger Befund. Es gab zu wenig Erste Hilfe für die Seele. Bedingt durch fehlende bzw. noch ungenügende eigene Ressourcen und Strukturen. Es fehlte in diesen Augusttagen 2002 an einer guten Struktur von Notfallseelsorge und Krisenintervention. Eine Arbeit, die bei der Bewältigung von Schadensereignissen oder Katastrophen im Landkreis nicht mehr wegzudenken ist. In der Kategorie Jugend wurde Christian Lauchs für seine unermüdliche Nachwuchsarbeit bei der Feuerwehr Eula und Burna gewürdigt. Als Jugendwart seit 15 Jahren gelang es ihm, die Zahl der angemeldeten Kinder stets zu erhöhen. In der Kategorie Soziales wurde Monika Wappler geehrt. Seit gut 3 Jahren hilft sie im Altenpflegeheim Katharina von Bora aus und die Belegschaft schätzt sich glücklich, sie zu haben. Feste, Geburtstagsfeiern und Hochzeitstage bereitet sie unermüdlich vor und wird als gute Seele des Hauses geschrieben. In der Kategorie Sport durfte sich Annegret Scholz aus Großboten freuen. Im Verein SV Grün-Weiß Großboten ist sie seit 30 Jahren aktiv tätig. Über diesen Zeitraum hinweg ist ihr Name mit dem Kinderturnen und der sportlichen Entwicklung im Ort untrennbar verbunden. Eltern, die früher selbst bei ihr trainierten, bringen nun auch ihre Kinder zu ihr. Auch über den Verein hinaus engagiert sie sich viel im gesellschaftlichen Leben des Ortes.
Im Brand- und Katastrophenschutz ging die Ehrung an Lothar Köhler. Seit 50 Jahren Mitglied der Trageser Feuerwehr ist er auch als Vorsitzender des Vereins seit der Gründung 1991 Vorsitzender und genießt ein hohes Ansehen im Ort. Bei den sonstigen Vereinen durfte sich Gerhard Fritsch freuen. 4 Männerchöre leitet er seit Jahren erfolgreich an. Zum Abschluss der Verleihungen präsentierte sein Männerchor Belgersheim einen musikalischen Beitrag.